Hallo und ein herzliches Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Let's Play Minecraft Philippi's Light. So, ja, wir haben in der letzten Folge haben wir uns ja hier damit beschäftigt, was allerdings noch nicht so funktioniert, wie ich es ganz gerne möchte alles. Das ist natürlich ein bisschen doof. Wir können es natürlich probieren, dass wir hier wirklich mal sagen, was haben wir denn jetzt hier unten? Erstmal brauchen wir sowieso noch was zu essen. Ich werde mich jetzt nicht allzu lange mehr damit beschäftigen. Ich habe mich, wie gesagt, die Aufnahme läuft ja im Grunde genommen, ich musste mir da vorher nochmal anschauen. Das große, große Problem ist halt eigentlich, ich habe es mir vorher schon angeschaut gehabt und nach diesen Einstellungen müsste es aber eigentlich laufen. Das ist ja das Ding halt, ne? So hier müsste es aber eigentlich laufen. Und es läuft halt nicht. Energie bekommt das Ding. Soll ja im Grunde genommen halt einfach rauspumpen, ne? Sortkey, Shortcuts on. Not working? Ja, not working. So sieht's aus. Da hast du leider recht. Es ist ja soweit alles definiert, ne? Wir haben Eisenerz. Und wir brauchen halt einfach. Hier ist auch Eisenerz drin halt, ne? Das ist halt wirklich das große Problem. Was wir halt probieren können, ist das halt nochmal über Kohle zu machen. Da hatten wir ja einiges noch gehabt an Kohle. Wir probieren es einfach mal. Wir lassen einfach mal in den Maserator. Lassen wir einfach mal die Kohle. Rein theoretisch müsste es ja dann gefiltert werden. Aber es wird nicht gefiltert, weil da stimmt, ja. Stimmt. Weil da der Timer fehlt. Daran könnte es natürlich vielleicht auch noch liegen. Dass er noch einen Timer braucht. Das stimmt, das könnte natürlich sein, dass er einen Timer braucht. Dass er ein Redstone-Signal braucht. Okay, hier geht es durch das Schwarze durch. Okay, das funktioniert hier schon mal nicht so, wie ich mir das gewünscht habe. Macht er hier das weiter? Soll er es hier weitermachen? Jetzt macht er das hier zumindest weiter. Na gut, aber das wäre jetzt nicht so das große Problem, da nochmal eine Leitung so reinzuziehen, denke ich. Was ist das hier eigentlich? Ist das dann schon Wand? Ja, das wäre dann schon Wand. Okay, gut. Dann könnte man das dann so gesehen nur andersherum machen. Guck mal. Das ist jetzt nicht so das große Problem. Da sehe ich jetzt nicht so das Problem dahinter. Das kriegt man hin. Brauchen wir mal die Tubes. Woher? Wo habe ich denn da noch was? Habe ich keine mehr? Oder das, ich glaube, ich habe keine mehr. Pneumatic Tube mit Glas und dem anderen Ingot. Brass Ingot, ne? Haben wir noch Brass Ingot irgendwo? Ne, haben wir nicht mehr. Heißt, müssen wir uns wahrscheinlich herstellen. Hier unten vielleicht noch. Müssen wir uns damit herstellen? Okay, wie stellen wir das nochmal her? Leuchtfurnace mit Kupfer und Tin. Kupfer, wo haben wir Kupfer? Hier müssen wir sowieso noch ein bisschen was drin haben. Kupfer und Tin. Okay, soll er mal machen. Da können wir hier die Kohle noch mit reingeben schon mal. So, Glas müssten wir ja soweit noch haben, ne? Irgendwo. Hier unten auf jeden Fall. Da ist Glas. Okay. Ich weiß halt nicht, woran es liegt, dass das nicht funktioniert, ne? Das ist halt irgendwie so richtig nervig.
ist halt einfach leer, ne? Toll! Wo ist jetzt hier die schwarze Kanne? Finde die schwarze Kanne nicht mehr. Hier oben? Ah, hier, da. Aber es geht halt trotzdem nicht. Ja, das geht halt einfach trotzdem nicht. So, gucken wir mal, ob der Rest dann wenigstens funktioniert. Ja, der Rest muss ja trotzdem noch funktionieren, ne? Das ist ja nicht so das Problem. Ja, wir geben jetzt einfach mal in den Mesa Wader, geben wir jetzt einfach mal die 7 Kohle rein. Ne? Das wird hier nicht gefiltert, geht hier durch. Wird dann hier weiter. Was? Stimmt, wir wollten einen Timer nennen. Einen Timer wollten wir auf jeden Fall noch haben. Stimmt, genau. Daran könnte es natürlich noch liegen, dass diese Dingens hier noch einen Timer benötigen. Das könnte natürlich sein. Haben wir denn noch einen Timer hier in unserem Inventar? Irgendwo ist der Unkathode? Nein. Weil wir können es natürlich auch soweit erstmal mit einem Hebel probieren. Das wäre natürlich auch erstmal eine Möglichkeit, einfach um das erstmal anzuwerfen. Da nicht. Dann machen wir hier mal da oben was hin. Dann gucken wir mal hier. Zack. Und es geht halt einfach nicht. Das funktioniert halt einfach nicht. Das ist ja richtig doof. Kann ich mir jetzt auch gerade nicht weiterhelfen. Das ist halt wirklich gerade echt ein kleines Problem. Ich weiß es wirklich nicht. Ich weiß es einfach nicht, wieso es nicht funktioniert. Es sieht so gut aus. Es ist eigentlich auch alles soweit gut eingestellt. Es kann natürlich sein, dass es hier an der Kiste liegt, oder? Oder muss man gerade speziell die Sorting Machine anders aufstellen? Man sieht jetzt auch nicht so die Verbindung eigentlich. Probieren kann man es ja halt mal, ne? Also, schaden tut's nicht. So, stellen wir halt alles nochmal ein. So und so. Und hier ist ja so gesehen. Achso, hier ist. Hä? Ah, jetzt funktioniert's. Oh, lol. Lol, ich hab's einfach nur falsch aufgebaut, ey. Lol. So ein Scheiß. So ein Scheiß. Naja, okay, gut, dann haben wir das Problem zumindest schon mal gelöst jetzt mittlerweile. Warum es nicht funktioniert. dann brauche ich auf jeden Fall noch hier diese Tube schon wieder. Also nochmal die Tube. Dann muss ich das hier unten. Also hier unten ist das sowieso festgelegt gewesen. Aber hier oben blau. Okay, und jetzt ist natürlich die Frage, ne? Wenn ich jetzt oben, will ich ja sagen, ne, dass da irgendwie was verbrannt werden soll. So gesehen. Also halt einfach in den Ofen. Das heißt, wenn ich jetzt hier zum Beispiel halt einfach mal den Cobblestone mir rausnehme, der soll den Cobblestone einfach mal transportieren, ne? So, und das soll oben passieren, ne? Achso, oben habe ich jetzt natürlich noch nicht eingestellt, ne? So. Ja gut, müsste ich natürlich noch auf blau einstellen, glaube ich. So. Aber der Kabel ist raus. Oh, der Kabel ist raus. Und wo ist er hin? Wo ist der Kabel hin? Ist er hier rein? Das wäre natürlich cool. Ja, da ist er. Da ist er, das ist doch perfekt. Ja, geilo. Ja, geil, das läuft.
Ohne Scheiß, das läuft. Ha, geil. Wer hätte es gedacht? Ich hätte auch nie mehr dran gedacht, muss ich sagen. So, hier funktioniert das eigentlich auch. Problem ist nur hier, dass wir hier den Filter haben und der das dann, deswegen ist es hier so ein bisschen verdingens. Ihr wisst schon, wer Hune deilt. Und wir gucken jetzt einfach mal. Wir haben jetzt hier noch einiges an Rohstoffen. Wir haben ja unsere Query, die ist ja abgestöpselt oben. Ne? So, und es müsste ja eigentlich funktionieren, dass wir das jetzt hier gleich so hinbekommen. So, ich schmeiß jetzt erstmal alles, was ich hier noch habe, schmeiß mal erstmal hier unten noch mit rein. Ich brauche ein bisschen Platz jetzt aktuell noch. Achso, hier die Vent of Excavation haben wir auch noch. Okay. Gut, dann würde ich sagen, nehmen wir uns einfach mal das, was hier oben in der Kiste ist. Das, was hier so, oh, du Scheiße. Was hier oben in der Kiste ist, ne? So, nehmen wir uns einfach mal alles und testen das einfach mal. Lassen da einfach erstmal einen schönen Durchlauf machen. Gucken mal, ob das funktioniert oder nicht. Achso, ja, hier bin ich soweit, definitiv. Ich müsste das ja dann hier in die untere Kiste hineingeben. Ne, schwarz soll das ja werden. Und ich schmeiß das einfach mal alles rein und das geht hier so schnell, es geht hier durch. Ne? Ja. So soll es natürlich nicht sein. Das ist nicht so cool. Warum nimmt er das hier nicht? Er schmeißt das hier noch in das Schwarze rein. Kann natürlich sein, dass er das Schwarze deswegen nimmt. Könnte es natürlich auch hier machen. Dann machen wir hier diese Verbindung noch blau. Nimmt wahrscheinlich immer die erste Kiste, das ist das Problem. Ich glaube, da liegt das Problem. Ja, da müsste immer, ja stimmt, genau, der nimmt immer die erste Kiste. Und dann ist das ein bisschen problematisch. Denn das ist nämlich, müsste eigentlich dann der kürzere Weg sein halt. Auch wenn es nur ganz knapp der Fall wäre. Okay. So, jetzt müsste es aber eigentlich funktionieren. Also, nochmal gesagt, untere Kiste hier rein. Ne? Zack, zack, zack. Ist alles drin. Und das wird so schnell raustransportiert hier. Ja, das wird alles hier rein. Aber es könnte natürlich sein, dass das hier... hier natürlich zu Problemen führt. Aber das müsste eigentlich... müsste dann aber trotzdem eigentlich funktionieren, dass er dann, ja, der hat die Rückleitung hier auf jeden Fall. Ne? So, das geht wieder hinein in die Sorting Machine. Die braucht dann auch nicht mal wirklich eingestellt zu sein. Und müsste dann eigentlich wieder fertig werden. Oder warte mal, die Sorting Machine, die hat jetzt erkannt, okay, gut, das Ding ist voll. Die Anlage. Und, ich schicke jetzt erstmal soweit nichts mehr weiter raus. Ah ja, hier liegt das. Ah, okay, hier liegt das Problem, dass hier nichts weiterverarbeitet wird, weil hier das Eisenerz hier daran liegt. Und jetzt wird das, jetzt wird wieder was losgeschickt. Das könnte auch problematisch werden. So, das heißt, ich muss hier so oder so das gesamte Paket hier einmal abbauen. Den ganzen Schlüssel einmal abbauen. Weil das ja nicht von. Das kann ja nicht von unten reingeleitet werden. Das, da war ja auch was gewesen. Stimmt. Richtig. So, dann. So oft schon gemacht, aber so oft dann immer wieder vergessen. Das Ganze. So, eigentlich brauchen wir das hier auch nicht. Sondern wir bräuchten das dann so hier, ne? Und warte mal, wo ist das hier? Wo ist das jetzt, die Kiste dort? Ja, die Kiste sollte ja eigentlich im Normalfall nicht dort stehen. Muss man ja so sagen. Ja, zack. Ja, jetzt backe ich hier natürlich ein bisschen herum noch. Aber es müsste eigentlich an sich funktionieren. Da bin ich ganz optimistisch.
So, können wir jetzt hier noch schwarz anmalen. Das ist aber... Wobei eigentlich das schwarz anmalen, das ist eigentlich scheißegal. Weil das hier sowieso weitergeleitet wird. Aber wir machen es halt trotzdem. Zur Identifikation halt betrachtet. So, dann gucken wir das hier noch an. Und dann wird das hier weitergeleitet. Dann haben wir hier die Kiste, die wir schnell mal noch abbauen. Zack. Ist jetzt... Ach stimmt, jetzt war ja alles in der Kiste drin. Hä? Lol. Und jetzt fehlt uns eigentlich im Grunde genommen nur noch das hier. Und dann ist unsere Konstruktion eigentlich so gut es geht perfekt. Ne? Okay, und dann würde ich sagen, knallen wir einfach mal das gesamte Zeugs mal hier rein. Ne? Zack, 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 zack. Wird halt einfach stackweise abtransportiert und ich denke, das sieht an sich ganz gut aus, ne? So, wo ist das jetzt hier? Hier kommt es an. Gut, jetzt ist hier natürlich noch was drin, jetzt hier aktuell, ne? So, was kommt rein? Eisenerz kommt rein, wird gemaserated. So, hier kommt das in den Relay-Puffer, kommt das dann erstmal rein und wird dann hier die ganze Zeit erstmal soweit weiterverarbeitet oder müsste dann weiterverarbeitet werden. So, jetzt hat er hier erstmal zu tun. Hier läuft das durch. Sofern es Kohlenstaub oder Sand ist, wird er hier unten weiterverarbeitet. Und dann haben wir hier unsere ganz... Ja gut, daran wird es nicht mangeln, hier an dem Induction Furnace. Nee, ich glaube nicht. Das können wir definitiv so lassen. Und ich denke, ich bin ganz zufrieden auf jeden Fall mit der Arbeit jetzt in den letzten Folgen. Hat leider das große Problem war leider in der letzten Folge halt, dass es hier nicht sich umstellen lassen hat, ne? Beziehungsweise ich habe scheinbar auch das Falsche gewählt, beziehungsweise habe die falsch angeordnet, die Maschine. Aber wir haben das ja dann noch rausbekommen. Ich bin zufrieden. Ich hoffe, ihr seid auch zufrieden. Und dann sehen wir uns hoffentlich in der nächsten Folge wieder. Bis zum nächsten Mal. Ciao.